einer, der Mann, der Tausenden von Stimmen, und wir freuen uns sehr, dass er heute Abend hier ist. Sie sicherlich auch. Herzlich willkommen, Jörg Knörr. Aber ich glaube, das ist hier die letzte Zigarette. Meine für heute Abend und seine vielleicht generell. Jopi ist es. Wir gehen jetzt zurück. Wo soll man denn hin? Wieder in die Maske oder was? Nein, ich sagte doch, in ein früheres Leben. Ach so. Und? Sehen Sie schon was? Nee, ich hab ja diese blöde Brille auf, wie soll ich denn daran sehen? Vor die schlechtesten Gebiete Deutschlands. Ich hab's gesprochen, Entschuldigung. Die schlechtesten Gebiete Deutschlands beginnen alle mit der gleichen und ewig fernen Floskel. Es heißt immer, am Anfang heißt es, kommt ein Mann. Weiß man nicht, wo er hingeht, weiß nicht, hat keine Ahnung, ich weiß auch nicht, was das für ein Mann ist, ich interessiere mich nicht für Männer. Das ist so. Dann schreien ganz groß die Bunte, dann fragen sie an die schönste Tunte. Statt Kranz, ne Federbohr, unser letzter Gruß, Alor, ich bin an. Du warst heute mit deinem Programm hier, Alles nur Show heißt das Ganze, womit du jetzt nach der Karnevalssaison wieder durch Deutschland tourst. Genau, ja. Und was natürlich von dir gewohnt ist, du parodierst Unmengen an Leuten. Und meine Frage, wie kamst du da drauf, dass du so gut parodieren kannst? Wie hat das angefangen? Wie alt bist du? Ich bin jetzt 20. Okay, also, jetzt stell dir vor, 4 Jahre zurück, 16. War ich bei einer Sendung, die kannst du aber noch nicht gesehen haben, höchstens nochmal bei YouTube. Rudi Carrell hat die Sendung gemacht am laufenden Band. Und das war eine der erfolgreichsten Spielshows. Damals haben das Leute, so viele Leute geguckt wie heute Wetten, dass. Und ich fand Rudi Carrell, der ist ja noch immer ein Begriff, ich fand Rudi einfach hinreißend, weil er so lustig war und seine eigenen Gags machte und so. Eigentlich so ein Showmaster, wie ich das eigentlich auch vielleicht mal jetzt so vielleicht darstelle. Und dann habe ich die Unterschrift meiner Mutter gefälscht, das war ja immer so ein Kandidatenpaar, Mutter, Sohn oder so Vater, Tochter, und habe in dieser Sendung mitgemacht, samstagabends live, alle haben in der Schule geguckt, und dann kam der Moment, da war ich ja ein Star, ich kam also im Prinzip bundesweit bekannt, wo ich mir wirklich die Muffe ging, als ich da saß vom Bildschirm. Und danach haben wir gefragt, wie ist denn der Rudi Carrell und ist das, wie, erzähl doch mal. Nur konnte ich ein bisschen Holländisch und konnte so ein bisschen so sprechen wie Rudi Carrell, ne? Und hatte gerade einen Stimmbruch hinter mir. Und dann merkte ich, dass die Leute das total lustig fanden, wenn ich das so echt wie möglich machte. Ne? Mhm. Rudi Carrell, ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen, hier ist Jörg Knö, super schön. Und dann habe ich mal so meine erste Nummer gehabt. Und dann habe ich gedacht, ach, wenn du den kannst, dann habe ich heimlich in der Schultoilette, weil da so der richtige, dieser Hall war von der Toilette, der hörte sich dann auch richtig tourisch an, habe ich dann Franz Josef Strauß gemacht, damals Politiker, Willy Brandt, auch Helmut Schmidt, der lebt ja noch, und hatte dann so, habe ich es auch so übertrieben, dass der Hausmeister mich sogar eingeschlossen hat. Am laufenden Band sagt mir persönlich jetzt wenig. Mal googeln, am laufenden Band Rudi Carrell, da hat er sein Lied gesungen, wir werden hier jetzt mal wieder richtig schuppe. Ich glaube, es gibt ein Online-Spiel auf der ARD noch dazu. Ja, ja, das stimmt. Ja. Und zwar mit dem laufenden Band, wo man dann sich Sachen merken muss. Ja. Vielleicht kommt das ja alles wieder. Ja, wer weiß. Wenn Wetten, das vorbei ist, dann kommt das wieder. Kannst ja Wetten, das übernehmen. Bist du wahnsinnig. Nein. Gottschalk verlässt den Dampfer schon, wissend, dass das ein Schiff ist, das er nicht mehr flott kriegt. Meinst du wirklich? Ja, ganz sicher. Das ist der beste Zeitpunkt für ihn. Als Denkmal und als. Und dann diese Sache mit dem Samuel Koch hat ihn garantiert ziemlich. Danach ist alles anders. Also, das hat dieser Sendung einen Knacks gegeben. Das ist so. Hast du sowas auch schon mal erlebt in deiner Karriere? Also, das, was passiert ist, was
Ich kenne Kollegen, die schon erlebt haben, dass Leute vor ihren Augen gestorben sind. Also ich habe auch schon gehabt, dass eine Frau hat einen epileptischen Anfall gekriegt im Publikum und so und wurde dann so weggetragen. Also man muss damit umgehen. Ja. Das ist schon manchmal, sowas kann passieren. Ja. Aber so schlimm natürlich nicht. Okay. Wie gesagt, du hast unheimlich viele Personen, die du parodierst mittlerweile. Ich glaube, man kann sie gar nicht alle aufzählen. Was ist denn deine Lieblingsperson, die du parodierst? Ich rede jetzt mal laut fürs Mikro. Lieblingsperson ist eigentlich immer die, die ich gerade frisch entdeckt habe für mich. Also Mario Barth, ja, da habe ich immer gedacht, wie geht ein Mario Barth? Und da habe ich einen Kollegen getroffen, der ganz junger, ich glaube, der heißt Fischer oder Schiffer, heißt er. Schiffer, Christian Schiffer. Sehr guter Kollege, Christian Schiffer. Ich muss manchmal auch mal da reingucken. Und der hat dann Martin Schneider und Mario Barth gemacht und dann denke ich, ach, genau so geht der. Man kann nämlich besser gucken, wie es andere machen, um dann selber auf die Idee zu kommen, wo liegt der. Gerhard Schröder, Elmar Brandt, sensationell, der beste Schröder überhaupt. Und ich habe nicht mehr Schröder beobachtet, wie macht man den, sondern Elmar Brandt beobachtet, wie macht der den? Weil der hat den ja schon verarbeitet. Ne? Und diese Mario Barth-Nummer, ja, ist eine Masche, ist natürlich, aber sie kommt an. Ja, auf alle Fälle. Und gibt es auch eine Person, die du, wo du sagen würdest, nein, da traue ich mich nicht dran, die will gar nicht machen? Ah, ich traue mich schon an viele Leute, also wenn sie meiner Stimme entsprechen, sowieso. Aber es gibt auch Leute, die mich langweilen, wie zum Beispiel, also bei aller Güte, Matze Knob macht wunderbar, alle Fußballer und so. Aber mich reizt kein Podolski. Einmal bin ich ja nicht so ein riesen Fußballfan, aber ich finde auch Beckenbauer öde und langweilig als Figur. Es geht ja nicht nur um die Stimme. Die Leute, wenn ich sie parodiere, die müssen ja Vorlagen, also Geschichten bieten, die so geil sind, dass man sagt, guck mal, so peinlich oder so, weiß ich was. Aber ein Beckenbauer ist einfach, dass der halt, das ist bekannt, es langweilt die Leute, 100-mal gehört, mein Tankwart kann den sogar nachmachen. Ne? Oder Grönemeyer oder so, das reizt mich dann nicht. Ne? Eine Figur muss selber auch so vielleicht ein kleines bisschen sauer auf den sein oder ihn sehr schätzen. Toll. Du hast jetzt letztes Jahr dein 30-jähriges Jubiläum gefeiert. Circa. Circa 30 Jahre. Wo du mit Sicherheit schon die dollsten Dinge erlebt hast. Und gibt es denn eigentlich aber auch was Besonderes, wo du jetzt heute sagst, darauf bin ich wirklich stolz, das war ein Moment, den werde ich wirklich nie vergessen. Jetzt was, also nicht privat, sondern was Bühne angeht. Genau. Kann auch was Privates sein. Naja, also ich sag mal, was natürlich, also Erinnerung ist ja, schönt ja die Dinge immer, aber worauf ich stolz bin, generell jetzt mal, und was ich gerne immer wieder wie so in einem Fotoalbum durchblätter und sage, siehste, hast tolle Sachen erlebt, die kann man mit Geld nicht kaufen. Die Begegnung mit Loriot, jeder Kollege, alle, die hier so als Plakat hängen, wenn du die fragst, wer ist denn für dich ein Vorbild, Idol im Comedy oder Humor, jeder sagt, wie groß er ist, auch, ich glaube auch Mario Barth würde das zugeben müssen, Loriot ist der Godfather auf deutschem Humor mit einer Klasse, mit ihm habe ich 7 Jahre zusammengearbeitet und so einem Menschen in der Arbeit ganz persönlich nahe zu kommen, das ist schon ein schönes Erlebnis, ne? Mit so einem Mann um den See zu gehen, über die Welt zu reden und Gott und was weiß ich, überhaupt Begegnungen mit ganz tollen Kollegen, ich denke natürlich schon fast wie so ein älterer Herr, an Leute wie Wim Tölke, mit dem ich sehr befreundet war damals an 3x9, und Rudi Carrell selbstverständlich, der hat mich nachhaltig sehr beeindruckt, ich bin auch froh, dass wir Freunde waren, darauf bin ich schon ein bisschen stolz, ja, dass sowas möglich ist. Und heute ist auch die Fernsehlandschaft sehr, sehr schnelllebig. Freundschaft ist fast kein wirkliches Wort, was da stattfindet. Das ist alles nur orientiert am Erfolg, an der Quote. Und es muss alles billig sein und schnell sein. Und deswegen glaube ich, bin ja nicht so viel im Fernsehen im Moment. Aber ich glaube halt, dass deswegen auch Theater das Befriedigendste ist.
Weil da musst du nicht, da kannst du machen, was du willst. Also im Fernsehen ist da, da würde, in meinem jetzigen Programm, da würde bestimmt ein Drittel rausfliegen, weil das geht nicht. Du kannst nicht über die Kinder, das Kindesmissbrauch eine Nummer machen mit dem Papst. Dann sagen die, das geht überhaupt nicht und das geht nicht. Ja, oder du musst eine Nummer kürzen oder ich weiß nicht was. Ne? Also Theater ist einfach toll. Ne? Tja, wunderbar. Ich kann mich bei dir bedanken. Ja. Hat mich gefreut, dass du da warst. War ein schöner Abend. Siehst du, ich hab mal mit einer Kamera so wie du und so da gesessen mit, ich glaube, 20, auch in deinem Alter, und habe Rudi Carrell interviewt. Und ich glaube, ich habe mich schlechter angestellt als du. Also das hast du gut gemacht. Danke dir. Ja. So, ja, alles Gute.